meine Lieben, heute wieder spät abends gibt es ein Video von mir. Und zwar sind wir bei der Lehmplatte. Wie ihr wisst, haben wir die zuerst im Haftgrund, einen Putzhaftgrund vorbereitet. Dennoch wurde ein Putzgrund, also ein Lehmputzgrund, also das ist die Grundbasis aufgebracht. Und was möchte ich heute mit euch machen? Heute möchte ich euch zeigen, dass man jeden Lehmputz malen kann. Die große Frage war immer, wenn ich einen Lehmofen zum Reparieren gehabt habe, den kann man doch nicht malen, hat man uns erzählt. Ja, das ist ja richtig. Man kann ihn nicht mit allem bemalen. Also ein Lehmofen wird mit einer Lehmfarbe bemalt. Natürlich können auch andere Wände oder so gemalt werden. Und es gibt immer die ganz spezifischen Lehmfarben. Die kann man nicht mischen lassen, wenn man es gerne möchte. Aber man hat eine große Auswahl. Und ich habe jetzt heute ein Rot, und das zeige ich euch und dann nehme ich euch mit.